Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinen Kanal As Reiter. Wir sind in Folge 378 von Simotrans mit dem 128er Pack German. So, wir haben hier die Schwebebahn letztes Mal gemacht und die wollten wir noch gucken, ob wir die vielleicht als Ringstrecke machen oder auch nicht. Das wissen wir nämlich noch nicht so ganz, ne? Ja, auf der anderen Seite, aber wir müssen erstmal gucken, wie die abgebaut werden, die Passagiere, die hier stehen, ne? Aber mit 103.000 sehe ich gerade, sind das, und es sind nicht 10.000, sondern 103.000 sind das. Wo kommen die denn alle weg, bitteschön? Wo sind denn die ganz vielen? Hä? Da passt doch was nicht, oder? Zielort, Via. Okay, Passagier über Waldeck, Karl-Marx-Straße H. Wo ist denn die Karl-Marx-Straße H? Da wollen 72.000 hin. Wo ist denn die Karl-Marx-Straße H? In Waldeck natürlich und nicht in Floto, also hier. Das ist dann diese Strecke. Okay, dann passt das ja, was wir da gemacht haben. Gut, aber die Schwebebahn ist mir leider dann zu langsam. Und ja, da müssen wir mal gucken, was wir da jetzt managen. Dass die... Warte mal, wir hatten noch eine zweite halt hier. Flotoläume, und das ist die Schmiede, das ist oben am Hafen. Da will ich jetzt aber nicht hinfahren. Schmiedehafen haben wir zweimal sogar. Okay, ja, ist klar, weil das einmal weiter und einmal bleibt. Floto-Klosterstraße. Und Platinweg ist auch noch, aber das ist alles nicht jetzt hier um die Ecke, ne? Ja, okay. Jetzt können wir nochmal gerade in der andere Richtung gucken, was steht denn hier noch so an? 55.000 über Floto. Okay, alles klar. Charles Darwin. Wo ist Charles Darwin? Waldeck, Charles Darwin. Das ist hier. Da wollen 4.000 hin. Kamburger. Keine Ahnung, wo die wieder ist. Sehe ich jetzt gerade nicht. Ahorn, Kopernikus, Villacher, Maler, König, Raben. Kann ja nur hier rechts sein dann, oder was? Kopernikusgasse, hat man die da eben nicht auch schon? Ah, das ist Kopernikusstraße. Und das war jetzt Kamburger Straße H, Waldeck. Wo ist die denn bitte schön? Ah, hier unten, okay. Da wollen die hin. Krass. 4.000. Ja, fahren wir hier rum, da rum. Und dann da lang, oder was? Nehmen wir Floto. Felsenkirche. Die steht hier nicht, weiß ich nicht. Aber nee, das will ich auch nicht machen. Das gefällt mir auch noch nicht. Achso, hier ist auch eine Straßenbahn, sehe ich gerade, die hier schon durchfährt, ne? Ich dachte, hier wäre gar keine. Ne, da müssen wir mal überlegen, was wir da jetzt machen. Aber ich sehe gerade, das Intro ist noch gar nicht gelaufen. Machen wir erstmal das Intro, ne? Bis gleich. Ja, vielleicht fahren wir hier oben noch rum. Das können wir vielleicht noch machen. So, lass uns mal schauen, dass wir die Schwebebahn bauen. Fahren wir hier lang. Ach, die macht nicht immer das Gleiche, was ich machen will. Okay. Das ist ja voll doof, ne? So, jetzt nochmal das Ganze. Jetzt aber bitte. Ich
Kriegen wir das mit dem Bauen auch hin oder ist das jetzt zu schwer hier für der? Was hat er hier jetzt gebastelt, ey? Das sieht ja irgendwie ganz komisch aus hier. Oh. Auf sowas habe ich natürlich keine Lust, ne? So, auf ein neues. Aber jetzt verbindet er da nicht mit, oder was? Ja, irgendwie passt es gerade nicht, ne? Nee, das war falsch. Hier ist richtig. So, jetzt hat das gepackt. Ist das hier alles jetzt richtig? Sieht so aus, oder? Kriegen wir das jetzt mal hin, dass das klappt hier? Ja. Jetzt sag nicht, ihr kann da mit der Brücke nicht rüber, ne? Das ist natürlich der Bringer jetzt, oder? Aber über Wasser geht's auch sehr interessant, ne? Ja, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie hier die Erde begradigen. Okay, schauen wir mal, ob das geht. Ich glaube es aber nicht. Das kannst du schon mal so lassen dann. Jetzt müssen wir nur gucken. Nochmal hier hin. Und ich glaube, wir müssen den da setzen, oder? Ja, das sieht so aus, dass das jetzt klappen könnte, ne? So, die fahren jetzt darüber, aber hier geht es nicht weiter, weil das war ein Fehlversuch. Oh nee, doch, es geht über sogar die Häuser rüber. Sehr krass, oder? Warte mal, dann müssten wir da einmal Erdarbeiten nochmal haben. Mit der Rampe so. Nee, das funktioniert so nicht. Vielleicht geht es mit Aufschütten. Da müssen wir erst was wegreißen. Das funktioniert so aber gerade wohl nicht. Wie kriege ich das jetzt weg? Na, das ist sowieso verkehrt. Hier muss ich was wegreißen. Ja, das Wegzusatz und das ist die Schiene, ne? So, jetzt lass uns mal gerade das gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Wenn ich jetzt dieses wähle, geht das da oder geht das da nicht? Ja, das hat jetzt funktioniert, sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir vielleicht auch eine Chance, dass das dann mit der Bahn geht, oder? Ja, das sieht immer ganz schrecklich aus, was der da macht, ne? So, jetzt ist der da über dem Haus. Das nehme ich auch nochmal weg. So, und jetzt? Jetzt sieht es gut aus, glaube ich, oder? So. So, jetzt müssen wir nur noch mal drehen. 1, 2, 3, jetzt ist wieder normale Ansicht, ne? Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wo fährt denn der jetzt lang hier?
So. Jetzt ist es zu, oder? Sieht erstmal gut aus, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier immer noch einen Halt hinbasteln. Ich hoffe, hier passt. Sieht so ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, könnte sein, dass es geht. Wo haben wir denn noch? Hier haben wir noch einen Halt. Schwebebahnstation. Ich mache das erstmal da so hin, ne? Weil ich glaube, das passt dann erstmal. Das ist auch die einzige Haltestation, die ich jetzt sehe, die hier unterwegs ist, wa? Ja, hier könnten wir auch noch was bauen, glaube ich. Weil das ist hier über Eck, oder? Aber das ist zu nah daran, machen wir also nicht. Hier ist es auch nicht möglich. Ja, ich schätze mal, hier wäre möglich, aber da ist zu weit weg. Okay, machen wir nicht, lassen wir so fertig. So, das bedeutet, wir machen das weg. Wir müssen den Fahrplan für unsere Bahn aufmachen. Straßenbahn. Eisenbahn. Wo sind denn die Bahn dafür dann? Alle. Oder ach, das läuft hier unter Zug wahrscheinlich dann, ne? Oh. Wie hieß denn das? Keine Ahnung, ne? Also. Verbindung. MSB Floto Waldeck ist das. Ist die jetzt hier bei, die MSB? Nee. Dann ist sie hier bei, ne? Nee. Filter da oben. Da unten ist sie. Keine Ahnung, wo die hingehört. Fahrplan. So, wir fahren von Waldeck, Karl Marx. Nach Waldeck-Wurzenstraße. Mhm. Passt. Oder Wundstraße. Wurmstraße. So. Und fahren dann hier hinten hin. Freier Wegpunkt. Und dann passt das erstmal, oder? So, und dann müssen wir noch gucken, dass die dann da natürlich passend dahin fährt. Ich sehe sie natürlich gerade nicht, die Schwebebahn, ne? Wo sind die? Hä? Da fährt sie. So, und wenn die weg ist, dann können wir die nächste starten, oder? Die fährt ja jetzt. Na, länger geht nicht, leider. Das war ja unser Problem, ne? So, wenn die hier vorbei ist, können wir die nächste starten, denke ich. Da müssen wir mal gucken, ob es da irgendwelche Haltesignale gibt. Oh, da unten ist voll der Stau, ne? Aber jetzt geht's, oder was? Okay, lass mal starten und gucken, ob die da rausfährt. Wartet auf freie Strecke. Wahrscheinlich, wenn die hier raus ist, fährt die erst, oder? Verlässt Depot, weil die jetzt da rausfährt, ja. So, das heißt, da kannst du die nächste machen. Die kann auch hier hin. Warte, kopieren das noch dreimal. Starten, 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 starten. Die sind alle raus. Jetzt müssen wir nur gucken, wie das mit den Signalen da ist. Gibt es da welche? Ja. So, das ist da. Okay. Dann lass uns hier noch ein Signal bauen. Und
Ich habe keine Ahnung, ne? Ich hoffe, es ist so passend. Ich glaube, jetzt ist es da auch okay. Da ist auch okay. Jetzt ist der Abstand gut, aber hier mache ich noch einen zwischen. Okay. So müsste es gehen. Okay. Ich hoffe, die fahren jetzt alle dann irgendwann. Wartet auf freie Strecke wieder. Lass mal gerade schneller laufen. Ist doch frei die Strecke, oder? Die müsste doch schon längst fahren, oder? Wo sind denn die anderen jetzt? Fahrzeug, nee. Wo sind diese tollen Fahrzeuge? Es fährt hier niemand raus. Warum nicht? Ich sehe auch von den anderen keine mehr. Wo sind die Gondeln hier? Fahrzeugliste. Die sitzt da. Wartet auf freie Strecke. Die sitzt da, wartet auch auf freie Strecke. Wieso fährt denn die nicht weiter? Warte mal. Nochmal Schwebebahn. So, die fährt jetzt vor. Das ist schon mal gut. Die andere steckt da. Aber warum wartet die auf freie Strecke? Die kann doch hier fahren, oder? Wieso wartet die auf freie Strecke? Man kann das ja mit dem Wegpunkt noch nicht gehen, ne? Fahrplan. Dann kann es doch nur sein, dass hier irgendwo eine Verbindung doch nicht steht, ne? Anders kann es nicht sein. Aber ich denke mal nach der Verbindung und gucken wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich gehe fast von aus, dass das hier ist. Weil der Wegpunkt ist, glaube ich, da. Sehen wir dann. Alles klar. Bis dann. Ciao.